Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Ganz unüblich nehme ich jetzt schon gerade am Montag auf. Ich erzähle gleich, wenn wir im Spiel sind, warum. Es ist ja völlig wahnsinnig. Wir sind schon ganz schön weit. Wir sind nämlich mitten im Staub, quasi. Ja. Nee, genau. Warum ich jetzt schon aufnehme, ich habe vorhin... was ich noch nicht kannte. Der Komponist, der die Musik gemacht hat, haben wir auch ganz am Anfang im Intro gesehen. Stand in den Credits drin, ist Nobuo Uematsu. Der hat von Final Fantasy 1 bis Final Fantasy 10 die Musik gemacht. Jedenfalls hauptsächlich alleine irgendwie komponiert. Und jetzt hat mir ein Kumpel hier jetzt erst letztens gesagt, so pass auf, da gibt's The Black Mages. Und The Black Mages sind eine Komposition aus Nobuo Uematsu und noch ein paar anderen Kumpels oder Kollegen, die mitgearbeitet haben an Final Fantasy. Und das ist ja mal total geil. Die haben das halt so nochmal schön geremixed und da gibt's drei Alben. Und als ich die gehört habe, dachte ich mir so, ich muss jetzt spielen, es geht keinen Weg dran vorbei. So toll. Egal, wir spielen weiter. Wir waren beim Mugel und wollen durch diese Sandwüste nach Clara hoch. Ist das ein Briefkasten? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, wir müssen nach oben. Ja. Im Zweifelsfall. Wir wollen ja einen Baum hoch, muss man bedenken. Also müssen wir auch nach oben. Da steht schon dran, nach Clara. Ist das kein Fragezeichen? Nee. Aber wir gehen natürlich erstmal den anderen Weg. Weil es hier nämlich eine Schatztruhe gibt. Warte mal, sind wir eigentlich alle geheilt? So ziemlich. Gut. Schatztruhe. Flamestaff, geil. Ein Flamestaff, ein Flamestaff. Blizzard, nur kurz gucken. Vierer. Stufe 2, Feuer. Sehr gut. Und schlafen. Sehr cool, ja. Werden wir noch einsetzen, aber erstmal lernen wir Eis und dann machen wir das mit dem Feuer. Ist hier irgendwas? Nee. Schöne Hintergründe. Ist auch schön gemalt. Wo lang? Links, rechts, Mitte? Ich sehe eine Truhe. Dahinter. Lass mich dahinter. Ja. Desert Boots haben wir schon einmal. Haben wir uns nämlich gecraftet. Der hat nämlich hier, da hat sie Desert Boots an. Aber wir haben noch eine Truhe. Da ist noch eine. Ja, mal gucken, was da drin ist. Ein Remedy. Okay, ich wollte gerade sagen. Gut, wir können auch nach rechts gehen. Ich weiß nicht, ob es mehrere Ausgänge hat oder ob es die ganzen Seiten links irgendwie im Kreis führen. Nach rechts sieht es auf jeden Fall nach Ausgang aus. Und vielleicht probieren wir erstmal links dann. So, du kannst noch was klauen. Und Vivi macht dann wieder Blizzara auf alle. Für alle! Spürt meinen Frost. Ups. Da hat sie da niedergestreckt. Na meine Güte, sowas. Och, wie kann denn das bloß sein? Oh nein, sowas. Zack. Level. Sehr gut. Und Geld. Ja, ich glaube, wir haben immer noch viele, viele Heiltränke. Weil kann man halt nicht genug von haben. So, können wir da hinten noch weiter, ist die Frage. Ja, tatsächlich. Das ist ein Labyrinth. Ganz viele Kisten. Methylgloves. Ich glaube, die haben wir auch schon. Wenn, dann kann sie das ja anziehen. Ja, sie hat die an. Alles klar, weiter geht's. Da hinten um die Ecke. Mal gucken, wo wir hinkommen. Zu einer Seilwinde? Was ist das denn? Na klar, wir ziehen sämtliche Hebel. Jetzt haben wir Sand umgelenkt. Sonst rückgängig machen können wir es auch nicht. Dafür laufen wir links lang, weil da sind noch mindestens zwei Truhen auf dem Weg. Wie wir gerade schon gesehen haben. Und Truhen sind wichtig. Hui. So. Truhe. Na, was hast du da drin? Eine Potion. Wie süß. Wir können, wir gehen erstmal rechts lang. Dann müssten wir dahin kommen, wo wir es eben gesehen haben. Yep. Elixier heilt Leben und Mana-Punkte. Auch im Kampf. Wichtiges Ding. Und dann gehen wir hier ganz links lang. Und dann gehen wir nachher nochmal ganz rechts lang.
Boah, ich würde ja am liebsten überall abspeichern. Nein. Ich drück ganz schnell den X-Button. Oh, was ein Krampf. Wie komme ich denn zu der Truhe, zu der Dingens dahin? Gar nicht. Nein, ich komme da gar nicht hin. Ich drück das Pad. Gut, dafür hat man Gamepads. Oh, Schwein gehabt. Okay. Hüpf. Nein. Okay, nochmal meschen. Vielleicht komme ich ja irgendwo raus, wo eine Kiste ist. Das wäre total gut. Jetzt bin ich ganz... Na, was soll ich denn da? Na gut, gucken wir halt mal nach. Sieht mir fast aus wie ein Ausgang. Nee, lass mal. Ich will nochmal ganz rechts gucken, ob was da noch ist. Rein wieder hier. Und weiter den Button drücken. Malträtieren. Ich wollte da rüber. Nicht da durch. Komm, komm, lass mich da raus. So, geht doch. Juhu. Ah, es ist also zufällig, wo man da rauskommt. 900 Jill, siehst du mal. Und hier, na komm. Wieder ab in die Sandrutsche, in den Staub. Okay. Ich glaube, da oben kommt man nie raus. Oh, nochmal. Kompliziert. Jetzt sind wir hier unten. Ja, da gibt's ja auch nichts. Dann müssen wir nochmal durch den rechten Strudel. Juhu, ab in den Strudel. Oder man hätte hier vorher durch können, weiß ich nicht. Na gut, da oben kommen wir nicht lang. Okay, die Kiste kriegen wir nicht. Egal, ich wollte trotzdem rechts gucken, dann können wir immer noch nach der Kiste gucken. Auf dem Rückweg, vielleicht ist mir bis dahin eingefallen, wie man das stoppt. So. Was ist das denn? Ein großer Wackelpudding mit rotem Herz. Mhm. Mit Mini-Wackelpudding. Wackelpuddingception. Aha. Ah ja. Brutzel. Jump. Oh, wir haben einen Chor. Wir können mal den Chor bethundern. Mal gucken, was passiert, wenn wir den mit Donner versehen. Das klingt fies. Sandstorm. Wir hauen den Chor. Obwohl, ne? Das ging ja. Das war ja noch harmlos. Blitz. Ja, mittelmäßig. Oh, der hat einen Counter. Das ist ja fies. Mhm. Er zeigt sich nicht beeindruckt. Mehr haben wir nicht, okay. Dann mach mal das Fetteste, was du hast. Auf den Kern. Bin mal gespannt, ob er gegen Kälte empfindlich ist. Doch sehr. Das sieht beinahe so aus, als der hat doch 1600 Schaden. Mag er nicht so gern. Na, Vivi. Kriegst gleich erstmal frisches Äther zu trinken, wenn das so weitergeht. Oh, 2 High Potions ergattert. Sehr gut. Das ist eine gute Bilanz. So, weiter geht's. Einmal noch zum anderen Ende hin. Weiß nicht, wenn da nur eine Kiste ist, dann kann ich ja ganz beruhigt... Nee, warte mal, wir haben da Sand reingefüllt. Da rechts, ne? Wir haben ja vorhin in der Mitte den Sand aktiviert. Das heißt, rechts müsste jetzt irgendwas mit Sand gefüllt sein. Und sonst wäre das ja nicht... Also ich weiß nicht, ich mach's mir vielleicht ein bisschen einfach, aber ich habe eigentlich Lust, die ganze Zeit mit Vivi, mit Blizzara den Chor umzuhauen. Weil das ist so schön einfach. Knopf! Stirb! Ein Kill, ein Hit. Ich muss nur ab und zu mal das magische Energie nachfüllen, dann ist gut. Zack. Zack. Oh, eine Sand-Golem-Karte. Die gucken wir uns mal an. Da bin ich ja gespannt, was das ist. Zack. Karte. Sand-Golem. Wahrscheinlich... Nee, da ist er ja. Der Wackelpudding. 2P10. Mhm. Und da ist die Dragonfly. Okay. Dann, rein da. Ach. Na, was jetzt? Dragonfly oder Sand-Golem? Mehr verschiedene Gegner scheint er hier nicht zu haben. Oder doch? Ne, nur die hier. Ist vielleicht ein bisschen eintönig, aber... ein Zelt. Ich wusste gar nicht, dass solche Viecher ein Zelt dabei haben.
Das wäre mir neu. Aber vielleicht waren die auf Campingtour, als wir sie so böse überrascht haben. Kann ja sein. Oh nein, Trance. Was ist denn eine eine bizarre in Trance? Wie stark ist die denn dann? Oder ist die irgendwie stärker? Nein, das wäre böse. Das wäre echt böse. Zum Glück nicht erwischt. Puh. So, jetzt mal gucken. Große Zahlen. Gib mir große Zahlen. Na gut, normale Zahlen. Was richtig cool wäre, wenn die Trance vom Vivi dafür sorgen würde. Ah ja. Wenn die dafür sorgen würde, dass man automatisch die MP wieder voll hätte. Das wäre cool. Aber wahrscheinlich ein bisschen imbalanced. So, wir haben was gelernt. Das heißt, wir müssen hier mal schauen, ob wir was Besseres anziehen können. Steepled Head. Machen wir den an. Warum? Ah ja, das hatte ich für Steel Jill gelernt, ne? Ja, machen wir Bone Wrist, okay. Und hier lernen wir gerade noch dran. Und der Korallenring. Gut, da konnten wir auch nicht besser. Und du hast Magician Rope. Dann heißt, du kannst jetzt eigentlich wieder das hier. Man guckt sich mal die Zahlen an, ne? 21 geht die Defense auf 9 runter. Der ist so ein Opfer dann. Aber ich mach's trotzdem, damit wir was lernen. Sonst lernst du ja nichts. Bist ja nicht schlau sonst. Hier kann auch nichts. Ne. Magus Head. Nee, ist alles normal. Hast ja schon alles. Und der hier muss noch voll. Und dann haben wir's. So, Abilities. Hast Vivi jetzt andere? Yep. Jelly. Was heißt das? Ah ja, kein Petrify. Na, das hätten wir in Bomesia gebraucht. Sag mal. Och, da kommt man gar nicht weiter. Dann muss ich wohl doch in der Mitte lang. Okay. Aber wie kommt man zu der mittleren Truhe? Ja, jedes Mal vergesse ich mir vorher die Komplettlösung daneben zu legen. Echt traurig. Sonst könnte das vielleicht da drin stehen so. Da steht dann wahrscheinlich so Hinweis. Die mittlere Truhe ist erreichbar über. Über. Wenn alle Leute Desert Boots anhaben oder. Keine Ahnung. Ich glaube, die mache ich konventionell fertig. Der kann sich mal ein Ether reinpfeifen. Die mache ich nicht konventionell fertig. Die töten mich. Doch nicht? Was? Fira ist eigentlich super mega stark. Wieso hat mich das nicht umgehauen? Das finde ich schon ein bisschen lustig. So. Feuerkäfer. Und jetzt ziehen sie ihm MP ab, oder was? Oder leben? So, jetzt machen wir, wenn die Vierer können, dann können wir Blizzard. Also Blizzard. Dann. Oh, die fressen gar nicht so viel Schaden. Okay. Hätte ich so per Hand umhauen können. Egal. Hab noch 19 Ether oder so. Ist okay. Was soll's. Dann halt mit Kanonen auf Spatzen. Bugkiller. Yes. Dann können wir bei Carrion Warmcard. Okay. Dann können wir bei Freya mal gucken, ob sie was Neues anziehen kann. So. Bugkiller. Auf jeden Fall kann sie stärkere Sachen anlegen. Ja. Da hatte ich ja schon geguckt, ne? Richtig. So. Und weiter geht's. Ab wieder zu den Strudeln. Apfelstrudel. Ich meine, da kann man ja nicht hin. Und da kann man auch nicht hin. Man kommt ja einfach nicht zu der Kiste. Ich muss hier eine X-Taste. Ich könnte ja auch mal versuchen, da reinzufallen. Ich falle einfach mal rein. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, dann kriegt man einen Kampf. Ja. Nur um es einmal zu zeigen, weil sonst wisst ihr gar nicht, warum ich X drücke. Ich glaube, früher habe ich das nie geschafft. Oder nicht so oft geschafft. Oh, neue Gegner. Dann beklauen wir die erstmal. Im Ernst. Kann ja jeder kommen. Oh, die machen wieder fieses Zeug. Dann mach mal nur normales Blizzard. Das hat echt nicht so viel Effekt. Das ist total krass. Ich dachte eigentlich, Vierer wäre so auch nochmal 1500 auf alle. Jo, dünn. Und wir müssen Vivi gleich mal heilen.
So. Poison Counter. Ugh. Okay, Vivi kann sich mal selber heilen. Zidane kann sich auch mal selber heilen. Ja, und der Speer funktioniert. Das heißt, Freya darf ihn nochmal machen. Freya hält echt eine Menge aus. So, nochmal gesperrt. Währenddessen heilen sich die anderen beiden einfach mal hoch, weil das Potions halt so viel günstiger sind im Kampf. Das ist halt ökonomisch. So, Speereinsatz. Ist tot. Genau. Level up. Sehr schön. Und wir haben schon wieder so viel Geld. Das ist gut. Das heißt, wir können wieder neue Sachen ersteigern. Yes. Und jetzt kommen wir trotzdem da raus. Nein, jetzt drücke ich wieder ganz viel X. Lass mich schneller X drücken. Ich muss doch hier rüber. Zu der komme ich echt nicht hin. Das wurmt mich jetzt. Mann. Na, ich gucke euch das jetzt auch nicht nach. Warte mal. Gucke ich euch das nach? Ich kann ja... Warte mal, ich mach's mal so. Ich mach mal eine kurze Aufnahmepause. Und dann schaue ich mal nach, ob es einen speziellen Trick gibt, wie man an die Kiste rankommt, weil mich das sonst völlig wahnsinnig macht. Also denn, eine relativ kurze Folge als Auftakt für diese Aufnahmesession, aber dafür ein bisschen Zeugs. Okay, bis dann zum nächsten Mal.